Hallo bei Nerd für Medizin, dieses Mal vom Summercamp. Hinter uns seht ihr die schönen Tippis und ich habe neben mir ein neues Gesicht, das werden die meisten noch nicht kennen. Neben mir sitzt Hannes Vogtländer, der ist extra aus Leipzig zu uns angereist. Der Hannes ist gar kein Notfallmedizin-Nerd. Nerd auf eine andere Art und Weise. Der beschäftigt sich nämlich vor allen Dingen mit ganz viel Rehabilitation, Sport. Ich glaube, du warst früher mal Physiotherapeut oder bist Physiotherapeut. Ja. Immer noch, ja. Personal Training, ganz, ganz viele spannende Sachen. Und der Hannes hat uns heute was zum inneren Kompass erzählt. Hannes, wie schaut das aus? Was ist das für ein Thema? Ja, das ist eigentlich relativ spannend. Durch die vielen Jahre, die ich im Personal Training verbracht habe, ist mir eins aufgefallen. Und zwar, dass viele zwar mit einem bestimmten Motiv in das Training gehen, aber die Zeit nicht überdauern, beziehungsweise das Training nicht die ganze Zeit durchhalten und so weiter. Und da habe ich lange überlegt, woran kann es liegen. Und ein Konzept, auf das ich gestoßen bin, das ist der innere Kompass. Und da geht es eigentlich darum, dass es drei Kompassnadeln gibt, die extrem wichtig sind. Zum einen ist es das Ziel, das zweite ist der Weg dorthin und das dritte ist der Sinn, den man hinter der ganzen Sache sieht und warum man etwas tut. Und im Medizinbereich gibt es ähnliche Überschneidungsmöglichkeiten und das begegnet einem tagtäglich, wenn man früh morgens aufsteht und entweder motiviert zur Arbeit schreitet oder sich überlegt, Mensch, was soll ich denn eigentlich heute tun und macht das Ganze eigentlich Sinn, was ich hier tue? Das kenne ich persönlich ziemlich gut. Jetzt ist das ja noch ein bisschen abstrakt. Lass uns das mal ganz, ganz konkret anwenden. Das fand ich nämlich heute so toll, wie du das praktisch runtergebrochen hast. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe einen Kollegen in der Notaufnahme, mit dem arbeite ich eigentlich schon seit Jahren zusammen und irgendwann merkt man dann, dem fällt plötzlich irgendwie das Feuer. Der hat irgendwie keine Lust mehr, der ist demotiviert, der wird auch schlechter in seiner Arbeit. Wie fange ich so einen auf? Was würdest du sagen als Personal Trainer, wie kriege ich den wieder auf die Bahn? Zunächst einmal muss man sich die Situation anschauen. Ja? Ist es jetzt eine Situation, wo ich sofort intervenieren kann, wo ich sofort ihn fragen kann, was ist mit dir los? Was ist denn dein Beweggrund? Oder ist es jetzt eine Akutsituation, wo ich erstmal vielleicht einen Schritt zurücktrete und sage, okay, ich lasse es erstmal passieren und hole mir dann danach den Kollegen mal ran und frage, was ist denn eigentlich jetzt gerade eben passiert? Und wenn man sich die drei Kompassnadeln anschaut, kann man auch die Frage stellen, was ist dir wichtig? Wie willst du dorthin kommen? Und warum machst du das Ganze? Und gerade bei der letzten Frage, die Warum-Frage, die Sinn-Frage, das ist das Allerwichtigste, weil das Was und das Wie, das folgt immer dem Warum. Das heißt, wenn man für sich das Warum geklärt hat, folgen alle anderen Steps danach automatisch. So wie du das schilderst, das ist ja, also wenn du mich jetzt fragst, warum bist du eigentlich Arzt geworden oder warum machst du gerne Notfallmedizin, das ist nichts, wo ich dir ad hoc mit einem Satz eine Antwort geben kann. Das heißt, ich nehme mal an, das ist eigentlich so ein Thema, was einen ziemlich viel Vorbereitungszeit kostet. Und man sollte sich zumindest mal hinsetzen und mal über sich selbst nachdenken, oder? Tatsächlich. Also diese drei Kompassnadeln, die gibt es auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Auf einmal beruflich, dann privat, familiär und ganz viele andere Lebensbereiche auch. Und jeder sollte sich natürlich da fragen, warum mache ich das Ganze und bin ich überhaupt noch hinter dem Ziel hinterher, hinter dem ich eigentlich hinterher sein wollte vor 5 Jahren, warum ich das Ganze mal begonnen habe. Und immer dieses Hinterfragen, das ist ganz wichtig. Und jetzt nochmal zurückzukommen, im Berufsleben, wenn ich früh morgens total demotiviert aufstehe, wenn der Wecker klingelt, dann sollte ich mich schon mal fragen, ist es denn überhaupt noch das Richtige, was ich tue? Und wenn du angetreten bist, Mensch, ich möchte Menschen helfen, ich möchte Arzt sein, dann muss man gucken, ist das Umfeld denn das Richtige, wo ich denn auch diese Tätigkeit ausführen kann, wo ich eigentlich tätig sein möchte, wo ich Menschen helfen möchte. Beziehungsweise das Umfeld oder die eigene Arbeitsweise auch, oder? Es gibt ja auch häufig Leute, die dann über Jahre weg einfach anfangen zu schludern, ja, im Job nicht mehr richtig 100% geben und dann macht es ihnen auch keinen Spaß mehr, weil sie merken, dass sie nicht mehr so gut sind, wie sie früher mal waren. Das kenne ich von mir selber. Ich habe mal eine schlechte Phase, dann bin ich 2 Wochen irgendwie nicht so richtig top auf der Arbeit und dann bin ich auch noch unzufrieden, weil ich mir denke, Mann, Philipp, ey, das kannst du besser. Und dann ist das Ganze verloren. Also du hast, glaube ich, gesagt, so Lebenskrisen. Wann bildet sich dann nach der Kompasstheorie eine Lebenskrise? Wie ist das?
Das ist immer ganz spannend. Also wenn alle drei Kompassnadeln in eine Richtung zeigen, ist super. Ja, dann passieren tolle Dinge, dann kommen auch viele tolle Dinge in das eigene Leben hinein. Und wenn eine Richtungsnadel in eine andere Richtung zeigt, dann kommt es genau dazu, dass man früh morgens nicht mehr richtig aus dem Bett kommt, dass man sagt, oh, bei jedem kleinen bisschen ist alles scheiße und so weiter. Und wenn alle drei Kompassnadeln in unterschiedliche Richtungen zeigen, dann kommt es zu fundamentalen Lebenskrisen. Und es ist egal, ob das jetzt beruflich oder privat ist, dann hat man das Gefühl, dass man den Boden oder den Füßen verliert. Und dann muss man wirklich überlegen, wo soll es denn hingehen jetzt? Kann man den inneren Kompass eigentlich auch zu einem Teamkompass machen? Also wenn ich jetzt mein Team zusammenstelle, macht es dann Sinn zu sagen, hey, wir sollten alle ungefähr die ähnliche Antwort auf diese drei Fragen haben. Aber das ist ja eigentlich auch ein starkes Tool, um dem Team zu zeigen, hey, wir haben ein Ziel und fokussieren wieder, oder? Richtig. Und gerade in einem Team ist es wichtig, dass zumindest, was die Zielnadel angeht, dass alle das gleiche Ziel verfolgen. Und die Beweggründe können unterschiedlich sein in einem Team. Wichtig ist aber zu wissen, mit wem arbeite ich denn zusammen. Und deswegen ist die Kommunikation im Team unglaublich wichtig, zu hinterfragen, warum bist du heute hier, warum bist du heute angetreten, warum bist du überhaupt in diesem Job? Und wenn man das untereinander kommuniziert und auch weiß, was die Beweggründe des Einzelnen sind, dann ist es eigentlich richtig schön, ein Team zusammenzustellen, was innerlich total gut funktioniert, um große Dinge auf die Beine zu stellen. Und vor allem, glaube ich, ist es dann auch viel, viel einfacher, jemanden zu verzeihen, dass er vielleicht mal nicht so extrem viel Leistung bringt und Verständnis dafür zu haben. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja auch, glaube ich, eher jemand, der so ziemlich proaktiv im Alltag ist, ne? Viel Power mit auf den Weg bringt. Und mir geht das manchmal so, ich arbeite an einem Projekt, ich bin mega motiviert, ich will die neuesten Leitlinien jetzt umsetzen. Und dann kommst du auf einen Kollegen, der sagt dir, Mensch, lass uns doch mal ein bisschen gemütlicher machen. Und dann denkst du dir, du fauler Kollege, ja, komm mal wieder mit mir auf die Bahn. Wenn man aber weiß, hey, der hat eine ganz andere Ausrichtung, ja, der sieht sich ganz woanders im Leben, dessen Motivation ist eine ganz andere, der ist ja trotzdem wertvoll, bringt vielleicht Stabilität in das Team rein, dann ist das ja auch eine Art des Miteinanders, um das besser zu verstehen, oder? Das Spannende bei dem Konzept ist, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch, weil jeder muss das für sich individuell entscheiden, wo er selbst steht und wo er selbst hin möchte. Und wenn natürlich das Minimalziel ist, ich trete heute an, um Menschen zu helfen oder zumindest meinen Dienst so gut es geht zu erfüllen, dann ist es ja gut. Für den anderen ist es dann eher, den Dienst so toll wie möglich zu machen und natürlich auch entsprechend alles Mögliche auszustatten. Und wichtig ist, dass der Konsens entsteht, okay, unsere Nadeln zeigen trotzdem in die gleiche Richtung und wir wollen trotzdem gemeinsam etwas Großes bewirken. Und das ist trotzdem ganz spannend und ganz wichtig, im Team dann die richtigen Weichen zu stellen. Mhm. Vielen, vielen Dank. Für mich ein super spannendes Thema. Kurz runtergebrochen, du hast uns gesagt, es ist ganz wichtig, sich mal wirklich damit zu beschäftigen, was motiviert mich eigentlich darauf? Kommt man durch den inneren Kompass, indem man sich fragt, warum mache ich das, was ich tue? Was will ich erreichen? Was ist das Ziel? Und wie komme ich dahin? Ja? Was wären so Situationen, wo du sagen würdest, da sollte man reevaluieren? Wie machst du es selber? Denkst du einmal pro Woche drüber nach? Oder gibt es Phasen, wo du sagst, Mensch, da muss ich jetzt drüber nachdenken und dann denkst du mal monatelang gar nicht mehr drüber nach? Hast du irgendwie so für dich Reevaluationsabstände? Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Also ich habe natürlich ein Jahresziel und Jahresabschnitte, wo ich mich einmal zwischen Weihnachten und Silvester hinsetze wirklich und den ganzen Tag drüber nachdenke, was möchtest du nächstes Jahr erreichen, was hast du dieses Jahr erreicht und so weiter und breche das auch herunter auf verschiedenen Ebenen, ne? Nicht nur familiär, auch beruflich und privat natürlich. Und dann gibt es natürlich Situationen, wo ich sage, Mensch, heute habe ich mal einen freien Tag, heute habe ich mal ein freies Wochenende. Ich schaue mal, wie weit bin ich denn überhaupt gekommen, wie weit geht das? Und so mache ich das. Das muss natürlich jeder für sich individuell entscheiden. Und auch den Weitblick zu haben, welche Werte bringe ich denn überhaupt mit? Was ist mir denn eigentlich wichtig? Ja, also es geht nicht primär nur um Ziele, sondern es geht auch darum, bestimmte Werte, die ich das ganze Leben über habe, so in meinen Lebenskontext einzubauen, dass ich sinnerfüllt mein Leben bestreite. Und um authentisch zu sein, oder? Richtig, das auf jeden Fall. Hannes, richtig cooles Thema. Ich danke dir sehr. Wenn ihr den Hannes noch mehr fragen wollt, der macht in Leipzig coole Projekte. Leipzig eh eine tolle Stadt. Also fahrt da hin, trefft den Hannes.
Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Nerdfamilien. Medizin ist Teamsport. Bis bald.